Dayal ist wahrscheinlich mal auf dem Thron. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hi. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Nö. Gut gemacht. Sehe ich ja gar nicht ein. Der kann seine Stiefel schön alleine lecken. So. Genau, die Jasper-Geschichte, die Trommel machen wir gleich. Guck mal, ob ich Jasper zu Hause habe, 20 Stück. Können ja mal gucken, was wir so abgeben können. Da haben wir bestimmt mehr als eine Quest. Heute nehmen sie euch den Glauben. Aber was wird morgen sein? Was dann? Werden die Elfen euch die Häuser wegnehmen? Heute packe ich, morgen brauche ich und ihr morgen. Ja, sogar euer Leben. Und was macht das Kaiserreich? Ich könnte ihn von seiner Qual befreien, aber... Das wäre ja gemein. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Ich sehe keine Frost. So, mal sehen, die Kinder realisieren, dass wir wieder da sind. Ihr seid zurück. Wer doch sonst? Lasst uns was spielen. Na klar. Was wollen wir spielen? Verstecken. Gut, ihr bleibt hier stehen und zählt bis 10. Und nicht vorher schauen. Nö. Bereit? Dann los! So, schnell weg. Kitty ist abgelenkt. Ach nee, hier. Genau 20, das passt doch. Die Feind gemeint. Oh, die will jemand haben. Die könnten wir gleich mal abgeben. Gib mir den Scheiß mal los. Kaiserliche Armee beitreten. Nein. Bringe den Gegenstand zu Sergius. Besucht den Schrein. Okay, wir machen erstmal das da. Das ist später und dann machen wir mal. Wir gehen erstmal gucken, was die Tante ist. Wer, wie, wo, was die Tante ist jetzt, die Trauben haben will. Und dann gucken wir mal, dass wir mal Zeug aus dem Inventar loswerden. Questmarker, wo bist du? Ah, hier. Saredihof. Ja, da noch die Nirnwurz-Tante, oder? Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegungen. Kluger Ansatz. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Fantastisch. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ich zu viele verlangt hätte. Ich bin froh, dass ihr mich eines Besseren belehrt. Lasst mich euch wenigstens etwas für eure Mühen geben. All dies aufzutreiben war sicher nicht einfach. Und nicht billig. Die lagen irgendwo rum. Danke.
Oh. Kommt mich wieder einmal besuchen. Guck mal, schau. Ich mach mal weg, das ist zu laut, die Nachbarn beschweren sich sonst. So. Bringe den feingemahlene Salz der Leere zu Wegfinder. Dämmerstern, okay. Bist dran abgeschlossen. Okay. Jetzt sind wir auch die Asche. Ich dachte, das ist ein Bug, dass wir die feingemahlenen Salze schon mal hatten. Von der Dämmerstern-Quest und naja. Meine Frau Beitild ist tot, aber ich vermisse diesen alten Besen nicht gerade. Okay. Jeder denkt, ich wäre zu jung, um Schiffskapitän zu sein, aber ich werde ihnen zeigen, dass sie sich irren. Du bist der Schiffskapitän? Durch Vererbung, wie meine Männer gern sagen. Ich kann sie nicht verübeln. Meine Mutter hat die Meeresböe mit ebenso eiserner Hand geführt wie ihren Haushalt. Ich habe versucht, neue Geschäfte aufzutun, den Respekt der Seeleute zu gewinnen, aber ich habe immer noch Schwierigkeiten. Zum Beispiel unser letzter Handel. Ein paar feingemahlene Salze der Lehrer aus der Akademie von Winterfeste. Jede Menge Profit, wenn man weiß, wem man es verkaufen kann. Frag das gar nicht, bin ich interessiert. Was ist mit den Salzen geschehen? Seeleute, was sonst? Sie haben sich betrunken und am Ende die Ware in irgendeiner Höhle verloren. Ja. Wenn ihr keine Angst vor ein paar Erkundungstouren habt, zahle ich euch gutes Gold, um diese Salze zu bekommen. Hier. Das ist die erste gute Nachricht, seit ich vor einem Jahr die Segel gesetzt habe. Hier ist euer Anteil. Also gut? Also, für ein Jahr Segel setzen, das hat gut funktioniert. Also achso, ich... Läuft? Also, läuft richtig gut. Was denkt ihr, was ihr da macht? Taschendiebstahl üben. Warum? Ein Dieb! Wo? Komisch, dass das immer schief geht. Widerwärtiger Dieb! Ach, ich wollte eigentlich... Wir sind verloren! Was? Widerwärtige Diebe sind verloren, ne? Den Rest aber behalten. Geht mir vor allen Dingen ums Leveln und Level Up. So, dann Schrein von Azura können wir auch mal machen. Aber nicht jetzt. Was das hell? Bringe den Gegenstand zu, was immer auch dieser Gegenstand ist. Vielleicht ist es einer der Ringe oder was wir haben. Um mal so ein bisschen zeuglos zu werden, würde ich mal sagen, ne? Akademie von Winterfeste, okay. Wirklich mal die Taschen zu entklumpen mit den ganzen Questgegenständen, ne? Bringe den Gegenstand, was immer damit auch gemeint ist. Sag mal, das Questinventar leer machen, bevor ich mit, neuen Sachen anfangen. Die hiesigen Nord können uns vielleicht nicht leiden, aber es scheint ihnen nichts auszumachen, dass wir ihnen zu verzauberten Waffen und Rüstungen verhelfen. Stimmt. Ich hab das, was du wolltest, was immer so ist. Ich werde es auf die Liste der Dinge setzen, die ich noch erledigen muss. Danke. Okay.
Ich traue mich nicht zu fragen, aber kann ich helfen? Ich brauche noch ein paar Materialien. Könntet ihr mir dabei helfen? Was brauchst du denn? Mein Vorrat an gewöhnlichen Seelensteinen geht zu Ende. Ach so. Bringt mir noch 7 davon, wenn irgend möglich. Ich kann keine... Ja, gut. Ist jetzt keine offizielle Quest, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Ach so, warte mal, wir sollen doch mit dem Ork hier nochmal reden, von der... Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir eigentlich nochmal mit dem... Bibliothekar... Was los? Alles okay? Frag den Freund. Cesargo hat immer noch Schwierigkeiten mit Schutzzaubern. Habt ihr Zeit zum Üben? Lass die quatschen. Die sind ein bisschen komisch gerade. Nicht anquatschen, sonst werden wir in irgendwas hineingezogen, was wir nicht wollen. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgehen kann. Bringst du mir Beschwörungen bei? Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei, aber seid vorsichtig. So, weil das ist auch ein bisschen doof zu leveln. Bis zum nächsten Mal. Jo, danke. Mit dir sollte ich reden, oder? Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Gibt es Bücher, die du suchst? Ich bin ständig auf der Suche nach weiteren Schriften von Charidor. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Oh Mann, schlechte Erkenntnisse. Schon wieder... Hier, Satal und so, ich soll mit dir reden. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Echt? Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Joa, ist jetzt blöd, aber okay. Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Wer ist Orton? Er war ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an, die Gefallen an ihm fanden. Als sie gingen, folgte er ihnen. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie, vermutlich um sich einzuschmeicheln. Uiuiui, warte, ich... Ah, mein Hintertum, ich muss meinen Stuhl richten. Au. Oh. So. Okay, Zauberer in der Festung Dämmerlicht. Warum sind die da? Nennen wir es einfach eine Meinungsverschiedenheit mit der Akademie. Sie interessierten sich für Forschung, die die Grenzen dessen überschritt, was an der Akademie erlaubt ist. Also wurden sie gebeten zu gehen. Ah, verstehe. Und das mit Orton, das juckt jetzt keinen, oder wie ist das? Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aaron vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Ja,
so Mikro nicht mehr wackeln, danke. Ich habe es ein Stück dichter gezogen, weil ich mich anders hingesetzt habe. Bis zum nächsten Mal. Ja. Gut, das ist Hauptquest technisch für die Magiergilde, also klemme ich mir das gerade. Vorerst. Wenn wir drüber stolpern, ist es okay, aber wir machen erstmal die Nebenquests weg. Gott, hier ist ein Auflauf, ne? So. Dann Tagebuch. Überzeuge Viktore Vicky, die Würzverlieferung beizugeben. Die Trommel. Wo ist denn die Trommel? Halt ihr das Grab. Ja, dann gehen wir mal zu Halt ihr das Grab. Wir wollen aber den Hund gehen. Also gut, ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Nö. Hier war doch irgendwo der Hund. Barbas kam uns doch hier entgegen, ne? Schlagen wir doch zwei Fliegen in einer Klappe. Da ist er doch. Ja, moin. Ihr seid genau, wonach ich gesucht habe. Du hast nach mir gesucht? Ja, ich glaube, ihr seid genau die Person, die ich brauche. Okay. Wisst ihr, mein Name ist Barbas und ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. Der Barbas, der steht hier unten dran, deswegen ja. Ich habe eigentlich was zu tun. Und wobei sollte ich einem Hund helfen? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten und die Dinge wurden etwas hitzig. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Hört sich einfach an, machen wir das. Okay. Danke. Nachdem er mich verbannt hat, ist Wiele ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Schreinen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemas Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? Wenn es denn sein muss, na dann laufen sie mal voran. Ich glaube, dann helfen wir erstmal Barbas. Das ist auch eigentlich relativ wichtige lange. Wichtige Lieferungen zu erledigen, keine Zeit für Geplauder. Was? Ja. Leute, die sich immer für wichtig halten und einen von der Seite quer anquatschen, das ist furchtbar. So, Hemas Schande. Ja, bleiben Sie mal ruhig hier. Oh, wartet. Das ist, Eure Krone, gütiger Gott, die ist aus Ethereum. Aus reinem Ethereum. Ja. Wo habt ihr das gefunden? Sagt es mir. Ich hab's geschafft. Was? Ihr habt die Schmiede gefunden? Die Ethereum-Schmiede? Mir hat jemand geholfen. Katria. Katria? Nein, nein, das ist unmöglich. Ihr wisst zu viel. Ah, okay. Ich kann euch nicht am Leben lassen. Wache! Tötet ihn! Ihr hättet nie herkommen sollen. Es läuft also immer aufs Gleiche hinaus, schade. Geht auf, solange ihr noch seid! Und? Gefällt euch das? Einen Kopf? Nein! Was macht der denn da gerade, wenn ich fragen darf? Jetzt aber den Hund in Ruhe lassen. Danke, Barbas.
Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Okay. Das brauche ich nicht. Da hat, der Arrogante sagt das bekommen, was er verdient hat.